Hi, schön, dass ihr da seid. Ich habe die Radkästen, wir haben die Radkästen isoliert. Mein Nachbar hat ein bisschen mitgeholfen. Voll gut, vielen Dank. Und hier fehlt jetzt noch ein Teil. Seht ihr hier hinten? Da, die Seite habe ich gemacht. Da ist noch ein bisschen. Aber hier drüben ist soweit schon mal rundherum fertig. Und das heißt, okay, da müssen wir noch eine Ecke ein bisschen nachbessern. Hier, ne? Das machen wir immer ganz gerne, so kleinen Schnipsel. Kann man das erkennen bei dem Licht? Ich habe hier einfach so eine kleine Ecke mit eingebaut. Zum Beispiel. Oder wo sieht man es denn gut? Ja, ist egal. Also man kann da überall immer so kleine Schnipsel noch mit reinklemmen. Das funktioniert eigentlich ganz, ganz gut. Genau, und dann wollte ich euch gerne erklären, was der Plan für die Bettkonstruktion ist, weil das soll ja hier hinten im hinteren Bereich passieren. Folgendes, ich stelle euch mal kurz hier hinten hin. So, Moment. Steht ihr gut? Seht ihr gut? Ich check mal kurz das Bild. Ja, perfekt. Okay. Also, das Bett wird hier hinten an der Wand starten, und zwar genau auf Radkastenhöhe, denke ich mal. Und dann gehen wir hier rüber und ihr seht schon, ich habe das Maßband hingelegt, 1,40 Meter in der Breite. Und von der Tiefe her werden wir etwa hier starten, sodass wir eine kleine Ecke hier mitnehmen. Und dann exakt hier vorne auf der Höhe etwa aufhören können, an diesem dicken Pfosten. Von der Konstruktion her müsste es eigentlich funktionieren, das ist jetzt der Plan, wir werden in der Praxis sehen, ob es funktioniert, dass wir hier an diesen Löchern vom Radkasten, also an diesem Falz hier und hier hinten und hier vorne, einmal quer rüber eine Latte montieren, eine Dachlatte, und da drauf liegt dann der Lattenrost auf. Hier kommt natürlich die Verkleidung drüber. Da muss ich jetzt gleich nochmal gucken, ob die alte Verkleidung noch gut ist, ob ich die wieder hernehmen kann oder ob wir die einfach damit Stoff bespannen. Das war jetzt so die Idee. Oder ob wir da was Neues brauchen. Dann liegt auf dieser Latte auf der Lattenrost. Damit der auf der Seite auch ein bisschen stabiler steht und gerade in der Mitte noch ein bisschen befestigt ist, und damit dieser Radkasten hier einigermaßen geschützt ist, weil dieses Carflex-Zeug, das reißt ziemlich schnell, wenn man da irgendwie blöd dagegen kommt. Also wenn wir hier irgendwie mit Kisten schieben oder sowas. Wenn wir hier hoch und hinten natürlich auch eine Blende und vorne rum eine Blende machen. Ich glaube nicht, dass ich hier oben drüber dann noch was packen muss, weil da ist ja direkt der Lattenrost. Da wird man am Schluss nicht mehr reinkommen. Das ist so ein bisschen verschenkter Raum hier, aber ich glaube, das hält sich noch in Grenzen. Man könnte versuchen, das irgendwie, ne, mit Schrägen und so, aber was will man in diese Schrägen reinpacken? Das sind einfach runde Geschichten, das ist verschenkte Raum, so ist es halt. Also das hier verkleiden, einmal zack, zack, Lattenrost oben drauf. Der Rest des Bettes wird eigentlich eine simple Bettgestellgeschichte sein. Also ich habe hier, ziemlich genau in der Mitte des Betts nochmal eine Bodenleiste, wo ich Stützpfeiler quasi einbauen kann. Und dann genau hier bei den 1,40 nochmal eine, wo ich dann eben auf der anderen Seite die Leisten montieren kann. Und ja, mehr ist nicht dabei. Es sollte eigentlich schnell passieren. Ich werde jetzt heute Abend auf jeden Fall hier die Ecke noch fertig isolieren, den kleinen Flecken da. Und mir die Verkleidung anschauen, ob die noch fit ist oder ob wir da was Neues zuschneiden müssen. Was ich auch machen werde, genau, ist hier an den Stellen, da seht ihr, da hat sich ein bisschen, seht ihr das? Da hat sich ein bisschen gelöst, da müssen wir nochmal was drüber kleben. Und die Idee wollte ich euch auch noch zeigen. Wir wollen nämlich, wir wollen die Option haben, Hängematten für die Kinder hier drin aufzuhängen. Das heißt, einmal quer rüber von hier bis drüben, da, lass meinen Finger, hier, da, an die Wand, vorne und hinten. Und genau, meine Idee war jetzt einfach,
mit Seilen zu arbeiten. Das heißt, in diese Löcher, die wir wahrscheinlich noch ein bisschen größer machen, dann einfach hängt da dann so ein Seil drin und da kann man dann mit den Karabinern die Hängematten einhängen. Es gibt welche, die sind so kurz, denen reichen die 1,80, 2 Meter, die wir hier in der Breite haben. Das wollen wir auch beim Anbringen der Verkleidung noch mit einplanen müssen. Und genau. Das wird, glaube ich, cool. Das wird, glaube ich, ganz cool. Ja, so viel für heute. Wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr dieses Video anschaut. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.